Yo, yo, yo! Herzlich willkommen in der Scheune zu Scheune TV Nummer 11. Und hier ist er schon, unser erster Poet des heutigen Abends, Christian Müller! Ich habe einen Text mitgebracht. Ich wollte ihn gerne vorlesen. Am 1. April ist hier Queerbeats Party. Am 2. April ist ein Ska-Konzert mit den Toasters. Am 5. April ist Tom Gaffron hier. Tom Gaffron ist ein Singer-Songwriter, ist ganz gut, so musical-mäßig. 6. April ist ausverkauft, da ist Alan Cohn Band, die ist voll ausverkauft, die ist, sorry, zu spät. Warum sagst du dann an? Ja, brauche ich nicht ansagen, doch, damit die Leute nicht mehr kommen. 7. April, Wiglaf Droste, in der Scheune, er liest, auf sie mit Idyll. Dann ist Sonntag Nachmittagskonzert am 10. April mit dem Klick Decker. Das ist am 17 Uhr, ein Sonntagnachmittags. Da gibt es auch Kaffee und Kuchen dann. Dann ist am 12. ist hier eine Buchrelease. Es wird eine Lesung geben mit dem Poetry Slammer Julius Fischer. Kenne ich kaum. Das ist aber richtig geil. Ein Buch rausgebracht. Das heißt, ich will wie meine Katze riechen. Und dann ist noch Sax Royal am 14. April und 15. April ist Elektronau Diskothek, voll mit dem Live-Act Good Guy Mikesh und Filbert und Albrecht Wassersleben legt dann noch auf. Ja, ist voll geil technomäßig dann. Also kommt mal in die Scheune. Vielen Dank, das war's von mir. Ja, vielen Dank, das war Christian Meyer, Entschuldigung nochmal, aus Hannover, dem schönen Niedersachsen. Wer für ihn ist, kann nachher voten. Ihr wisst, wie es läuft mit den Pfennigen. Und wer weiß, vielleicht gewinnt er die Flasche Schnaps. Denn er hat es verdient, er macht es ja nur für euch.